Moinsens, Leute. Wir sind heute hier bei dem Play 14 Festival. Ja, mit dem Marvin. Hallo, ich bin Marvin. Ich bin der Igor. Ja, du bist Marvin. Also, wir testen heute mal Nidhogg, heißt das, glaube ich. Ja. Ein cooles Spiel. Wir spielen das hier 101. Ja, darauf freue ich mich schon. Let's go. Die Map heißt Castle. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Ey, Junge, du beginnst schon mit deinem Ernst. Sehr schön. Oh mein Gott. So, wie gefällt dir das? Mann. Ja, also. Das Spiel ist sehr interessant. Ja, finde ich auch. Nein, allgemein so. Die Messe ist eigentlich schon ganz cool. Besuch die mal. Also. Für meine Zuschauer hier, für meine Fans. Ihr könntet die auch nächstes Jahr zum Beispiel besuchen. Hier gibt es viele Workshops, auch eine Ausstellung gibt es, glaube ich, hier. Also sie ist echt gescheit, also eine gescheite Ausstellung, würde ich mal so sagen. Also unser Spielziel ist so, wir spielen Best of 5, wer zuerst 5-mal gewonnen hat. Doch, so tun wir es. Was ich sage, ist das Gesetz. Ey, guck mal. Leute, ihr lenkt mich ab. Also. Ja, also. Das könnt ihr gerne mit eurem Freund spielen. Es macht sehr viel Spaß. Das Ziel ist, bis zum Ende zu laufen. Also. Hier, Marvin muss von meiner Seite aus nach rechts laufen und ich muss halt nach links laufen. Jetzt hat er gewonnen. Und am Ende lässt man sich halt von diesem Wurm da fressen. Von dem Wurm da fressen, ja. Ich glaube, das ist der Nidhogg, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Also, ja. Also bei dieser Messe gibt es halt viele Workshops. Bauen. Wir sind hier beim Let's Play Workshop. Das ist unser erstes hier Let's Play. Was gibt es hier noch zu erzählen? Ja, die Messe ist. Also das Festival ist eigentlich schon ganz präzise. Ganz cool. So. Marvin, hast du denn noch was erzählen? Okay. Also ich finde Nidhogg das Spiel macht uns sehr viel Spaß, weil man sich halt gegenseitig. Also es ist halt eine Herausforderung, immer gegeneinander, weil es immer besser ist. Und ich finde es halt auch eine Langzeitmotivation, weil man sich halt auch immer verbessert. Und deswegen finde ich das, wenn man das zu zweit spielt und so nebeneinander sitzt, finde ich das Spiel echt. So, nochmal zur Info, er ist der Typ im Gelb. Ganz mal, guck mal. So. Ja, also das Spiel ist, glaube ich, für die meisten Personen. Es ist eigentlich ein Spiel für alle Leute, also so ab 10, sozusagen, ab 12. Ich glaube, das sind dann, es macht sehr Spaß, wenn ihr das zum Beispiel mit eurem Freund spielt. Es ist halt so ein Versus-Spiel. Mann, Leute, ey. Er hat 5-mal hintereinander gewonnen. Ich hab keinen Bock mehr. Warte, okay. Mal sehen. Ich muss eine Runde gewinnen, okay? Bitte lass mich einmal gewinnen. Also. Wir machen mal beim nächsten Part weiter. Ich sag dann mal tschüss, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei eurem Igor.